Hallo liebe Bros bei der YouTube-Bundesliga hier, 1. FC Köln trainieren wir. Wir sind am 12. Spieltag angekommen. Bayern 0 für Leverkusen empfängt den 1. FC Köln. 1. FC Köln verliert gegen Schalke, verliert gegen Paderborn im YouTube-Pokal, gewinnt knallhart, wunderbar gegen Hannover 96, verliert gegen die Bayern ganz knapp, aber wirklich schön gespielt. Und dann verlieren sie richtig unangenehm 3:1 gegen Hoffenheim und jetzt müssen sie ran gegen die Leverkusener. Und da haben wir gerade schon die erste Chance gesehen. Aber wir sind gleich schon in der 9. Minute mit Chicharito auf Kostic. Der kam von Stuttgart, Kostic. Und wieder muss Horn alles klären, weil einfach die Kölner so schlecht verteidigen in den meisten Spielen. Und einfach gar nicht im Vorwärtsgang kommen, weil sie immer nur irgendwie unkonzentriert versuchen, irgendwas hinzubekommen in der Defensive. Die darauf folgende Ecke in der 11. Minute für die Leverkusener. Gut hereingespielt und Toprak. Auch da muss wieder Horn ran. Wo ist denn da der Kopfballstarke Heinz? Der Kopfballstarke Hector, Olkowski, Maro. Die sind alle kopfballstark. Auch Alvarez, den wir hier sehen. Keiner kann Toprak beim Köpfen auf decken. Und die nächste Ecke, die ungeschnitten. Und diesmal Kramer. Tor. Und es ist wirklich bitter für den 1. FC Köln, denn das Spiel zeigt es gleich an. Es gilt nicht Tor für Kramer, sondern ein Eigentor von Timo Horn. Hier nochmal zu sehen, er haut den Ball rein. Und der 1. FC Köln hat so viel Pech in dieser YouTube-Bundesliga. Das ist schon nicht mehr normal. Das sehen wir hier nochmal. Eigentor in der 12. Minute. So viel Aluminiumtreffer, so viel Pech vom Tor oder auch im gegnerischen Tor. Die Kölner und dann Olkowski fault Bellarabi kurz vor Pausengang in der Nachspielzeit. Der Elfmeter. Und auch da muss ich sagen, die Kölner unfassbar viele Elfmeter, die sie rausholen für den Gegner. Also ich glaube, fast jedes Spiel wurde fast schon entschieden, nur durch Elfmeter, die Köln irgendwie gemacht hat, weil sie nicht wussten, wie sie das Ganze verteidigen sollen. Dieses Gepacer, Rumgerenne, Ego-Trips, wie ihr es auch nennen möchtet. Der darauf folgende Elfmeter von Leverkusen und Chicharito, kann Horn da was machen? Richtige Ecke! War gut gemacht von Horn, aber drin 2:0. 2:0 für Leverkusen und wie gesagt, das war gut gemacht von Horn. Er war fast noch dran, wenn wir das in der Wiederholung uns nochmal anschauen. Ah! War einfach perfekt geschossen von Chicharito, sonst wäre da Horn vielleicht noch dran gewesen. Und man kann schon fast abhaken, dieses Spiel, gefühlt. Aber wir sind jetzt erstmal in der zweiten Halbzeit. Noch ist ja alles möglich. Wir haben noch 45 Minuten. Wir sind hier noch beim Anstoß der zweiten Halbzeit. Chicharito spielt das gut auf Kostic. Kostic wird gefoult von Hector und dann sagt der Schiedsrichter schon wieder Elfmeter. Wir hatten das Thema gerade gehabt mit Pech beim 1. FC Köln. Die werden einfach nicht belohnt mit ihrer Leistung und werden immer, ja, mit Aluminiumtreffer, mit Elfmeter, mit rote Karten, echt wirklich mit Pech überschüttet, was teilweise schon zu Unfairness grenzt. Und jetzt erstmal der zweite Elfmeter in diesem Spiel. Didavi kommt noch rein, sehen wir hier. Und jetzt erstmal der nächste ist drin, diesmal nicht gut von Horn. 3:0 für Leverkusen und das Spiel kann man fast in Kölner Sicht schon abhaken. Und man kann schon mal so viel verraten, das war nach dem Hertha-Spiel das schlechteste Spiel vom 1. FC Köln. Spielerisch keine einzige Chance zu zeigen, gar nichts ist geschehen. Köln hat fast gar nicht existiert in diesem Spiel, das kann ich schon verraten. Aber wir haben vielleicht noch eine Chance zu zeigen. Wir sind erst in der 65. Minute, Chicharito spielt das hier nochmal auf Şanalulu. Wunderschönes Tor, 4:0. 4:0. Ich muss sagen, aber ich habe es in der Spieltagsanalyse oft gesagt, wenigstens gönne ich das Leverkusen, weil die haben wirklich schöne Tore gemacht. Keine Antäuschungen tausendmal genutzt, keine Ego-Läufe, sondern sie haben es wirklich, wie hier, dieses Tor, einfach wirklich schön gemacht. Und natürlich zwei Elfmeter ist natürlich auch Pech auf Kölner Seite und deswegen muss man den Leverkusen auch gönnen. Besonders, weil der 1. FC Köln einfach schlechten Fußball gespielt hat. In der nächsten Chance hier, Horn klärt das und dann verliert der 1. FC Köln 4:0 am 12. Spieltag und jetzt muss man richtig Gas geben. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, bis zum nächsten Spieltag, euer Tico.